Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel-, Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Spellforce, The Order of Dawn. Ja, in der letzten Aufnahmesession am Schluss habe ich ja mehr oder weniger schon was vorweggenommen. Nämlich, wenn wir das Portal durch Sharrow betreten, kommen wir auf die letzte Map. Also, das sehen wir schon am Questtext, den ich das letzte Mal vorgelesen habe. Ja, die Reise neigt sich dem Ende zu. Also, auf nach Sherwood. Dies ist die letzte Schlacht, Meister. Das Zeitportal ist fast vollendet. Folgt mir nach, sobald ihr könnt. In der Vergangenheit, oder sollte ich sagen, in der Zukunft, nützt ihr mir mehr als auf diesem Schlachtfeld. Ich werde euch nicht enttäuschen, Meister. Ja, der Seelenschmied. Der eigentliche Anführer der Eisernen. Also Schöpfer und Anführer. Und ja, man sieht es schon sehr gut. Wir sind auf einer Map, wo wir ein Dunkelelfenmonument, ein Orkmonument und ich glaube, irgendwo da hinten müsste auch ein Trollmonument sein. Gehen wir mal nachgucken. Und ja, Quest hat sich aktualisiert. Der Kreis schließt sich. Suche nach einem Weg auf den Schwarzen Berg. Um auf den Schwarzen Berg zu gelangen, müssen die Armee der Eisernen in Sharrow durchbrochen werden. Ja, und das ist jetzt wirklich die letzte Story-Quest. Also Main-Story-Quest und auch Side-Quests gibt es keine mehr. Gibt hier nur noch etwas Mondsilber. Ja. Es haben schon einige gesagt in diesem Spiel. Also Rowan, Sartarius, glaube ich, auch, oder auch Urias haben immer wieder gesagt, dass sich der Kreis um die Runenkriege, die Konfrontationskriege, schließt, dass es sich jetzt endlich dem Ende zuneigt. Daher auch der Name, der Kreis schließt sich eigentlich. Keine Spoiler jetzt, aber der Name der letzten Quest hat eigentlich eine andere Bedeutung, die wir dann am Schluss sehen werden. Also seid noch weiter gespannt. Ich wollte es nur jetzt gleich noch schon ansprechen. Also die Besonderheit an dem Namen der Quest, dass ich nicht am Schluss drauf vergesse und es nicht mehr zeigen kann. Also ja, wir haben einen Troll, ein Ork und ein Dunkelelfenmonument und ich zeige sie in der falschen Reihenfolge. Also ein Ork-Monument und ein Dunkelelfenmonument. Wir können uns also frei entscheiden, welche Völker wir nehmen wollen von diesen dreien. Ja. Ich habe mir da schon bis zu dieser Aufnahmesession eine ganze Weile Gedanken gemacht. Und denke, ich gebe den Dunkelelfen hier noch einmal eine Chance. Hallo Drachen. Und Pyrot war. Also ja, die sollten wir vorher ausschalten, bevor wir eins der Monumente besetzen. Sonst müssen wir uns nämlich hier mit Drachlingen und allem rumschlagen. Feuerkralle, oh, putzig. Die erinnere ich mich gar nicht mehr. Weil das Lagerkrieg würde dann auch Spawner kriegen und es reicht schon, wenn wir hier von Eisernen attackiert werden. Okay, ich kann die alleine rauslocken, das ist praktisch. Runenkrieger, zu mir! Runenkrieger, zu mir! Vorsicht, Gegner! Mal sicherheitshalber das hier an. Also ja, ich werde den Dunkelelfen hier auf dieser Map nochmal eine Chance geben. Auf der letzten Map mit den Kitar hat das ja nicht so gut funktioniert.
Aber erstens habe ich, glaube ich, einen kleinen Fehler gemacht. Dritter Metallkeil, okay. Das ist ein Questgegenstand, oder? Ja, den können wir nicht mal wegwerfen. Standhalten, Männer! Die Linien müssen halten! Runenkrieger, zu mir! Vorsicht, Gegner! So, haben wir erstmal die hier weg. Da müssen wir die ganzen Dinger hier weghauen. Standhalten, Männer! Vorsicht, Gegner! Standhalten, Männer! Heilen wir uns mal lieber. Ja, das scheint wenigstens ein bisschen an Erfahrung gegeben zu haben. Also ja, ein bisschen grinden werden wir auch müssen, weil... Wie gesagt, uns fehlt noch ein ganzes Level und wir sind jetzt auf der letzten Map. Ich kann mich noch daran erinnern, dass es in Order of Dawn wenigstens einfach war, man also am Schluss noch einen Batzen Erfahrung gekriegt hat. Ich weiß aber nicht mehr, wie viel es war. Deswegen will ich versuchen, wenigstens das ein halbes Level noch hochzubinden. Das sollte uns bei den ganzen Eisernen, die uns entgegengeworfen werden, eigentlich noch gehen. Erstmal die Nester. Und ja, theoretisch könnte ich eigentlich durch die Eisernen alleine durch, aber wie gesagt, die XP sind nötig und die kriegen wir halt größtenteils nur, wenn wir die Spawns ausschalten, so gut es geht. Wir haben wenigstens den Vorteil, dass es nur einen Weg hier rein gibt. So. Oh ja, die Truhe hier noch. Was ist denn da Nettes drin gewesen? Giftgrüner Ring des Nor und Sturmläufer, Beinschienen. Mhm. Ja. Also werden wir hier in dem Bereich eine hübsche Verteidigung aufbauen. Weil hier oben kommt kein Gegner durch das bisschen Wasser da. Und hier unten gibt es auch keinen Weg. Das heißt, es gibt nur den direkten Weg hier durch. Stein sollte mehr als ausreichend sein. Ein Bauplatz ist mehr als ausreichend. Also ja, erstmal Stein, Arier und Nahrung und dann können wir uns um die anderen Ressourcen kümmern. Unwürdig? Hier bin ich, Meister. Meister.
Und da kommen bereits zwei Klingenweber. Wie kann ich sofort, dienen? Sofort! Meister? Jo. Wir werden angegriffen! Also ich glaube, die hatten wir noch gar nicht wirklich. Das ist ein Hinterhalt! Meister! Sofort, sofort! Bin schon da! Verstanden, Meister! So, Steinbruch errichten. Standhalten, Männer! Wir werden angegriffen! Und ja, da kommen sie halt. Schon angelaufen. Das heißt, wir sollten schnell unsere Verteidigung hochziehen. Ich hätte zwar gerne auch noch das Aria hier draußen, aber ich muss mit dem Aria hier drin erstmal vorlieb nehmen. Das ist ein Hinterhalt! Vorsicht, Gegner! Runenkrieger, zu mir! Die Klingenweber scheinen Vorsicht, aber noch Gegner. Einigermaßen Erfahrung zu bringen. Ich weiß gerade gar nicht, habe ich das schon mal erklärt? Oder wurde das am Anfang noch im Tutorial erklärt? Ich habe ja extra das erweiterte Tutorial gemacht. Die Erfahrungspunkte, die man von Gegnern kriegt, kommt drauf an, wie oft man sie schon gekillt hat. Also Gegner, die recht neu sind, ich bin unwürdig. Die man das erste Mal tötet, die geben mehr Erfahrungspunkte als Gegner, die man schon ziemlich häufig getötet hat. Ich habe jetzt halt nicht drauf geachtet, wie viele große Klingenweber wir schon getötet haben. Ob es bis jetzt immer nur normale Klingenweber waren. Oder ob es große waren. Und ja, wenn ich die Verteidigung hier baue. Das ist ein Hinterhalt! Kann ich mich in Ruhe ausbauen. Was verlangt ihr? Und auch das Aria besetzen. Was mir auch mal einen Boost verpassen würde. So, wie gesagt, ich kümmere mich gleich um Nahrung in Form von... Ja! Ja, nehmen wir die Fläche hier. Ruhig für das Nahrungslager. Und die Pilzfarm. Hier bin ich, Meister. Ja. Das ist leicht.
kann das ich Ding leicht. Was verlangt ihr? Und ja, ich sollte eigentlich auch einen Steinmetz bauen. Könnte nämlich meiner Wirtschaft auch ein bisschen helfen. Meister, das Gebäude ist fertig. Oh, da kommt nun eiserner Eisschleuderer diesmal.